Okay, also da drin waren wir ja jetzt eigentlich. Und haben uns den eingeholt. Hier ist das. Unsere Axt haben wir anscheinend auch noch. Das ist gut. Das heißt, selbst im Nahkampf können wir uns noch verteidigen. Okay, dann hier mal das Gift drücken. Okay. Hier haben wir so eine Werbungsgut und eine Geocaching-Münze. Und jetzt hoffe ich, dass wir noch einen Fall haben. Und jetzt soll das Ganze hier nochmal machen. Und jetzt haben wir echt ein Problem. Denn wir haben nur noch einen einzigen Pfeil. Okay, trennt euch. Okay. Wo ist er hin? Okay, das scheint nicht von Interesse zu sein. Ah, ich habe Panik, dass der hier wieder hochkommt. Okay. So. Okay. Okay. Oh, komm schon. Bitte. Oh, bitte, seid doch einfach tot. Ich habe echt meine Pfeile jetzt dadurch voll gemacht. Sehr schön. Oder vorhin? Keine Ahnung. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg.
Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest, aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast seine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Rayas, liebe Alicia, ich bin schuld an dieser Misere. Ich muss das wieder gut machen und für uns einen Weg herausfinden. Okay. So. Plündern. Ich glaube, das Giftgas ist zu weit weg, als dass man hier irgendwas machen kann. Ich gehe die Tür nicht auf. Okay, aber vielleicht kriegt man andere mal. Pfeiler kriegen wir hier, brauchen wir gerade nicht. Ein Nager haben wir hier und noch ein Kistchen. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit, wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Okay, ja, noch ein Fächer. Ja. Aber das ist jetzt nichts Neues, dann gehen wir mal ans Lagerfeuer hin. Aber ich glaube, wir haben momentan nur unseren Bogen. Ja, und den Bogen haben wir schon komplett aufgewertet, von daher... Ja, können wir hier erstmal nichts ausbessern. Fähigkeitenpunkte haben wir auch keine. Okay, gut, wir haben das jetzt in die Luft gesprungen, aber... Ich wollte gerade fragen, was hat es uns gebracht? Ja, wir können jetzt hier drüber, anstatt durch. Oh Mann, ich hatte den Gestank vergessen. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Wollen wir einfach gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh hey! Kaya schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung. Gehen wir. Und dann bringen wir ihn zu Nikolai. Gemeinsam. Okay, meine Kiste. Habt ihr was gehört? Ich sehe mir das mal an. Wo sind die und wie wollen sie sich das ansehen? Ich hätte einfach die Pfeile wechseln können, dann wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Aber ja.
Wir haben es jetzt so gemacht, das muss ja dann auch passen. Hier ist nochmal eine Kiste und nochmal so eine Münze. Also unten rum geht's mal wieder nicht durch. Also geht's nach oben. Hätte ich ja gleich sehen können. Das mit dem Wasser ist halt alles, es macht halt was her. Wenn da auf einmal das Wasser so gegen den Monitor spritzt im Prinzip. Große Sonnenkönigin, diese neuen Diener unterstellen sich euch. Unsere Stimmen schreien. Okay. Komm schon, komm schon. Alle auf einmal. Kriege ich irgendwann eigentlich meine Ausrüstung wieder? Aber hier scheint alles einzubrechen. Das haben wir jetzt auch noch. Okay, dann hier die. Oh komm schon, Lara, du kannst da ein bisschen schneller weggehen. Okay, abhauen. Lara, lauf. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Okay. Der eine geht wieder weg. Und was wird jetzt wohl passieren? Die Sonnenkönigin. Sie wird uns endlich von hier weg. Okay, okay. Das ging ja einfach. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen.
Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Macht mal langsam. Es ist sinnlos, Reyes. Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz okay. Anders aus. Ja. Haben wir es also doch gefunden? War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung. Haltet euch irgendwo fest! Arme Sam, hoffentlich. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Oh. Das ist großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Ja, aber wie ist es da drüben festgemacht? Das ist jetzt gerade meine Frage. Ich meine, das ist das eine Gegengewicht. Aber wie komme ich da hin? Oh, heftig. Danke, Jonah. Das war knapp. Oh, scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten. Der Käfigboden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Wir müssen raus aus diesem Ding. Oh Mist, das ist übel. Lara, sei bloß. Okay. Das war gut. Ja, ich weiß nur gerade nicht wie. Eine Lösung dafür geben. Eine Lösung dafür geben. Okay, also einzeln die Dinger bringt nichts. Da rüsten wir immer nur an. Also. So.